اللهم صل على محمد وآله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار المعصومين المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wie wir euch versprochen haben, wir wollen bald mal mit der Serie anfangen, was Al-Yamani angeht. Ich habe festgestellt durch unsere Werbung, durch auch die ganzen Berichte, die ich hier im Facebook gelesen habe und die Kommentare unter den YouTube-Filmen bzw. den Trailer, was wir hochgeladen haben, dass viele nicht damit anfangen können bzw. noch gar nicht von diesem Phänomen gehört haben. Viele fragen, wer der Al-Yamani ist. Also auf jeden Fall, es geht jetzt um, ich nenne das nicht keine Attacke, sondern sagen wir, diese neue Arbeit von einer neuen Gruppe, die seit 1999 auf dieser Erde, sagen wir, besonders zwischen den Schiiten tätig ist. Diese Gruppe ist in Irak erschienen und befindet sich jetzt fast überall auf dieser Erde. Ich sage, vielleicht übertreibe ich, vielleicht sage überall, aber sage ich so, sie sind unterwegs bzw. dabei, sich überall zu befinden. Wir haben einen netten Besuch von ein paar Leuten bekommen vor ein paar Tagen, also letzte Woche war das, vorletzte Woche, vorletzte Woche. Und da waren einige aus meinem Land dabei, was ich nie erwartet habe, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, die sind sehr aktiv und sie beeinflussen auch. So, auf jeden Fall, wir haben diese Aufgabe jetzt übernommen, weil wir auch gemerkt haben, dass gegen diese Welle überhaupt nichts getan wird. Also, wie auch schon früher war, gegen die Salafiten war nichts. Gegen die Wahhabiten war auch nichts, also die ganzen, sagen wir, Gruppen, die Ahmadiyya-Sekte und so weiter, also auch seitens der Schiiten war also keine Bewegung in Deutschland. Und jetzt sind die Schiiten normalerweise, jetzt ist Besonderes, jetzt, also sie sind aufgefordert, irgendwas zu unternehmen, um diesen Menschen, beziehungsweise um sich wenigstens darum kümmern, um zu überprüfen, ob diese Welle richtig, also richtig ist oder ist irgendwie eine Verschwörungswelle. Deswegen kann ich jetzt beurteilen und sagen, dass das so ist. Wir sind immer noch am Forschen. Ich habe Haufen Bücher von denen bekommen. Ich bin immer noch am Studieren, am Lesen, also sehr fleißig sozusagen, also wenige Stunden schlafen. Ich kann euch sagen, das ist die größte Herausforderung, was wir Schiiten haben können. Also, und da muss man wirklich aufpassen. Jede Entscheidung kann sehr teuer sein. Also entweder, wenn du dagegen dich entscheidest, hast du verloren, also endgültig verloren. Nach dem, was man jetzt in den Büchern liest, dass viele Anhänger von Imam Mahdi a.s., viele Al-Bait-Liebenden werden in der Zeit jetzt verloren gehen. Also sie werden abtrünnig. So was die Erscheinung angeht. So, und jetzt die Frage ist, bin ich dann abtrünnig, wenn ich gegen ihn bin, oder bin ich abtrünnig, wenn ich für ihn bin, also für Ahmad al-Yamani. Ahmad al-Yamani ist erschienen, wie gesagt, der sich Yamani nennt, er heißt Ahmad Hassan bin Ismail oder so, auf jeden Fall, wir werden dann nachher also ihn näher kennenlernen, und deswegen ich empfehle also jeden, auf ihre Seite zu gehen, also, und die Informationen von ihnen direkt zu bekommen, damit wir dann wissen, wenn wir dann darüber diskutieren, dass ich nicht nur alleine rede, sondern das soll ankommen, weil viele, wie gesagt, also haben davon noch gar nicht gehört, also gar nichts, und das ist traurig, das kommt davon, also davon, wenn man wirklich in der Religion sehr wenig tätig ist. Also das muss wirklich was getan werden, sozusagen. Die sind jetzt, wie gesagt, mittlerweile ist in Deutschland auch mobil. Die sind aktiv, die haben ihre Videos mittlerweile ins Deutsch übersetzt. Sie haben Websites auf Deutsch. Und sie sprechen jeden an. So, und besonders die Verantwortlichen werden angesprochen.
Ich bin ein von denen, also die auch angesprochen wurden, die bei mir waren, die haben mich auch gefragt, hier über einige Persönlichkeiten hier in Deutschland, die auch tätig sind, beziehungsweise aktiv sind in dem Bereich, ob sie bei denen auch auftauchen können und bei denen auch hier diese Botschaft verkünden würden. So, ich habe die natürlich empfohlen, dann zu machen, weil jeder muss angesprochen werden, wie gesagt. Und das soll nicht nur Alberto übernehmen, das Ganze. Also wir machen unsere Arbeit, wie wir können. Was ich sagen kann, also ich stehe jetzt in einem, ich befinde mich in einem Kreis, wo ich immer noch sagen kann, dass sie kein Recht haben. Dass wir, Alhamdulillah, auf Recht sind. Laut Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe, die für mich ausschlaggebend sind, dass das eine Irrsekte ist, in Anführungsstrichen immer noch. Das heißt, die Tür ist immer noch offen. Wie gesagt, wenn dagegen Argumente ankommen, wir können die behandeln und die Entscheidung kann immer wieder sich ändern, sozusagen. Aber bis jetzt, wie gesagt, wir haben, also laut das, was ich jetzt vorlesen werde, sind wir im grünen Bereich noch, sozusagen. Also wir sind gar nicht in Gefahr, so wie ich das wie ich das sehe. Also ich muss jetzt erstmal sagen, welche Taktik sie haben. Wie viele auch andere Gruppen haben, also jede Gruppe hat ihre Taktik. Nur wir Schiiten, wir halten uns an Fakten. Also das ist es wirklich, das ist das Schöne bei uns, dass wir uns an Fakten halten, nämlich an Ahadith, die präzise sind, die sehr eindeutig sind, dass wir auf Recht sind. So, jetzt die kommen anders. Die kommen anders an, wie auch andere Gruppen, also kleine Gruppen. Sie kommen mit einer Taktik, sie kommen mit einer Verordnung oder einer Regel und die schlagen, bevor sie anfangen, von vorne her, sie machen die Tür zu für dich, wenn du zum Beispiel jetzt mit deinen Regeln ankommst. Indem du sagst zum Beispiel, bevor wir anfangen, wir müssen diese Bedingungen in Betracht ziehen, nämlich Al-Murrijal. Al-Murrijal ist sehr wichtig bei den Schiiten, auch bei den Sunniten, also bei den Muslimen allgemein. Es ist sehr wichtig, auch bei den Ikhbariyin. Also die Ikhbariyin sagen auch, dass Al-Murrijal unentbehrlich ist. So, und wir sind mittlerweile einig, also uns einig, die Muslimen alle, dass man Al-Murrijal nicht, also sagen wir Männerwissenschaft, so als Deutsch übersetzt, die Gewährsmänner, die Ahadith überliefert haben, da bei denen ist es nicht wichtig und sie sagen, du kannst das in den Mülleimer schmeißen und so, und damit brauchen wir nicht anfangen, weil das ist von Menschen, also Menschenwerke sind das, die wir nicht verpflichtet sind zu folgen, sondern wir sind nur verpflichtet, Ahl-Bayt al-Salam zu folgen, wir sind verpflichtet, den Koran zu folgen. Alles andere ist, Sachen sind wie Bedarf. So wie Bedarf. Das heißt, sie machen von vornherein Grenzen zwischen dir und ihnen. Sie zerstören erstmal deine Regeln und fangen sie an, mit dir zu debattieren, mit schönen Worten, wie gesagt, also Ahl-Bayt, Koran. Also, da würdest du nie Nein sagen. So. Jetzt, wenn du antworten würdest, lass uns das so machen wie eine Debatte jetzt. Wenn jemand zu dir kommt und sagt von vorne hin, Logik, Verstand, also rational denken, Logik, hier über Gewährsmännerbesprechung, also Halmut Hadith, Halmut Kalam, das heißt Dialektik und sowas, also all diese Sachen sind für uns nichts. Also wir brauchst du nicht damit anfangen. Sondern stehst du erstmal basislos vor diesen Menschen. Die kommen einfach an und ich sage, ihre heilige Schrift ist das hier, das Buch. Das werdet ihr auch, wenn ihr in Kontakt mit denen kommt, ich glaube, jeder von euch wird das erleben, weil sie sind, wie gesagt, aktiv, sie sind jeden Tag tätig, sie schlafen wenig, sie tun viel. Also dieses Buch ist für sie die heilige Schrift, die Bibel. Wir kommen dazu. Das ist Al-Ghaib al-Kubra al-Tusi. Also das ist von Sheikh al-Tusi. Sheikh al-Tusi ist Sheikh al-Ta'ifa. Man nennt ihn Sheikh al-Ta'ifa. Das heißt, der Sheikh der Schiiten, sozusagen. Wie Sheikh al-Mufid auch. Sein Sheikh ist Sheikh al-Mufid und Sheikh al-Tusi ist auch Sheikh al-Ta'ifa.
Hier redet über die Entrückung von Imam Mahdi alayhi salam. Das Buch hat er geschrieben extra, um die Entrückung von Imam Zaman alayhi salam zu besprechen. Sie werden, wenn Sie mit dir reden, Sie werden immer dieses Buch benutzen. Warum? Warum ist das für Sie so heilig, das Buch? Scheint so heilig zu sein. Weil dort in dem Buch befindet sich die Wasiya, worauf Sie basieren. Wasiya, das Testament des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sie fangen alle gleich an. Sie reden alle einheitlich. Genau wie die Zeugen Jehovas, genau wie die Hadiths, genau so wie, sagen wir, die Ahbash und so weiter und so fort. Und die Salafiten auch. Sie haben, sagen wir, wie gesagt, eine Idee. Sie haben ein Programm. Sie haben eine Redensart. Und sie fangen alle identisch an. Du wirst das merken, wenn du mit denen in Debatte kommst. Du wirst merken, dass sie alle einheitlich reden. Es gibt keine Unterschiede. So werden sie auch geschult, wie ich das mitbekommen habe. Sie werden auch so geschult, wie sie reden. Es gibt auch Bücher mittlerweile für sie, wie sie fragen und wie sie beantworten und wie sie gegenantworten, wenn du eine Antwort hast. Ne? Wenn sie mit einem Christ reden, wie sie mit ihm reden, wo sie anfangen. Ne? Und wenn der Christ zum Beispiel gegenantwortet, wie sie auch gegenantworten würden. Wenn sie mit einem Sunniten reden, wie sie reden und so weiter, und wie sie mit den Schiiten reden. Und insbesondere sind sie konzentriert bei den Schiiten. Warum ist dieses Buch für sie heilig jetzt? Wie gesagt, weil da drin ist das Testament, angeblich das Testament des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, befindet. So, jetzt wichtig ist zu wissen, in diesem Testament, haben wir letzte Woche auch gesprochen, aber viele haben das nicht mitbekommen. Wichtig ist zu wissen, worum es überhaupt das Ganze geht. Was meint ihr? Also wenn Sie sagen, wir nehmen aus diesem Buch und wir lehnen oder wir nennen das bitter, wenn du sagst, ich muss zum Beispiel unbedingt die Männer behandeln, die mir diesen Hadith überliefert haben. Dann wenn Sie das bitter nennen, worauf Sie stützen, ist das Buch. Und dieser Mann, Rahmatullah alayh, er hat selber Bücher geschrieben über Al-Murjal. Das heißt, er glaubt selber an diesem Werk. Also er glaubt selber an diese Kunst sozusagen. Er selber hat Bücher geschrieben über Al-Murjal. So, er hat ungefähr 9600 Überlieferer behandelt. So, indem er gesagt hat, dieser Überlieferer ist vertraubar, der war ein Lügner und der war dies und jenes. So, das ist erstmal das Wichtigste zu wissen. Dann was sagen sie zu dir? Er interessiert uns nicht. Nachher Kufr leise be Kafir. Das heißt, der Kufr überträgt ist nicht unbedingt Kafir. Ne? Das heißt, wenn er irgendwas übertragen hat, wir müssen nur den Inhalt berücksichtigen und nicht die Person. Er ist für uns ein ganz normaler Mensch, der nicht masum ist. Da haben Sie auch recht. So. Aber was Sie hier machen, ist sehr geschickt. Also das ist mir erstmal nicht aufgefallen bei der ersten Runde, wo wir hier mit denen debattiert haben. Wir hatten auch nicht so viel Zeit gehabt. Sie haben vorgehabt, hier bei uns 10 Tage zu bleiben. Sie sind den nächsten Tag abgehauen. Das muss ich erwähnen. Und Sie werden vielleicht auch mitbekommen, hier, wenn das hochgeladen ist. Und Sie können dann nachher darauf antworten, wenn ich da irgendwo lüge. Was ich festgestellt habe, diese Wasiya, die 24 Imame erwähnen, Imame laut ihr Verständnis. Sie meinen, weil Ahmad Niamani behauptet, er wäre ein Imam. Und er wäre Masum. Und er wäre der Hujja. Auf der Erde. Hujjatullah auf der Erde. Ne? Und er wäre der Sohn von Imam Mahdi a.s. nach der 4. Generation. Und er hätte jeden Tag einen Kontakt mit ihm. Und jede Frage geht an Imam Zaman a.s. weiter. Es gibt so viele Sachen da zu besprechen, so viele Fragen, die wirklich offen sind. So, wir wissen, laut der Überlieferung von Ahl al-Bayt a.s., jetzt, das ist für uns gut, auch wenn Sie an allen Ahadith glauben. Das heißt, wir können allen Ahadith einwenden, allen Ahadith verwenden, sozusagen, um zu gucken, du kannst auf jeden Fall siegen, du kannst auf jeden Fall gewinnen. Wenn Sie sagen, wir glauben an allen Ahadith, es gibt Ahadith, die gegen Sie sprechen, die nicht in einem Rijal zu berücksichtigen sind, das heißt, die sind nicht so authentisch. Und gibt es Ahadith, die authentisch sind? Und wenn du sagst, hier, dieser Hadith ist authentisch, sag mich, interessiert mich, wer das authentifiziert hat. Für mich ist alle Ahadith richtig. So, alle Ahadith, solange dass es von Ahl al-Bayt kommt. Jetzt, wenn du irgendwie einen Hadith von denen ablehnst, sag, du lehnst Ahl al-Bayt ab.
dann befindest du dich in einer Lage, psychisch gesehen jetzt, dass du ein Gegner von Al-Bayt bist, Al-Musallam. Sie zerstören all die, sagen wir, die Grundlagen des Schiismus. Sie sagen, dass du den Ulama folgst, die dann nachher, durch einen Hadith auch, die nachher gegen Imam Mahdi al-Islam kämpfen werden. Sie meinen, das ist eine Sunna, die auch früher war, bei den Juden, bei den Christen, bei den Muslimen, so dass die Gelehrten waren die Ersten, die gegen die Propheten und die Gesandten und die Aposteln und die Imame waren. Die Gelehrten, die Schriftgelehrten. Ob das bei Musa al-Islam oder bei Isa al-Islam, bei Ibrahim al-Islam, da waren immer die Mönchen, die Pfarrer oder so, die viele Priester und sowas und später auch die Rechtsgelehrten bei den Muslimen. Sie sagen hier, die Zeit ändert sich nicht und die Sunnatullah ändert sich auch nicht. Am Ende des Tages werden die Gelehrten auch gegen Imam Mahdi al-Islam sein. Und sie bringen einen Hadith, wo drin Gelehrten steht, aber steht nicht schiitische Gelehrten, werden zum Beispiel sich auflehnen gegen Imam Mahdi al-Islam. Einige von denen werden sagen, geh Sohn von Fatima zurück, wir brauchen dich nicht. Sie nützen das aus. Sie nützen auch eine sehr gefährliche Sache aus, eine sehr, sehr empfindliche Sache aus, nämlich diese Streitereien zwischen die Anhänger von den Maraji. Das nützen sie auch aus. Und mittlerweile, leider gesagt, also leider sind einige Maraji, die gegeneinander jetzt sprechen. Die Tafsir machen gegeneinander. Zum Beispiel Sayyid Kamal Haider. Sayyid Kamal Haider ist jetzt mittlerweile ein Marja. Der hat eine Aufnahme, so deutlich, wo er sagt, dass Sayyid Sistani keine Ahnung hat. So, wenn wir jetzt das hören und sie kommen an, nützen das aus, sagen, guck mal, die selber bestätigen das, was wir sagen. Dann fühlst du dich zu denen hingezogen. Sie nützen jede Schwäche aus. Sie nützen jeden Punkt aus, sozusagen, um ihre Botschaft durchzusetzen. Diese Wasir, was sagt der Tusi? Wie hat er diese Wasir erwähnt? Was mir aufgefallen ist, als ich das Buch in die Hand genommen habe, sagen wir geliehenerweise von ihm, da habe ich ihm gesagt, du hast eins verpasst, nämlich Sheikh Tusi hier, der redet, er sagt hier wortwörtlich, also im Titel, Riwayatun khassa fi anna al-a'immata alayhimus salam ithnai ashar. Das heißt, die Überlieferungen der Schiiten, dass die Imame sind 12. Aber der Inhalt, eins von 12 oder von 20 Überlieferungen, eine Überlieferung, spricht von 24. Das heißt, Sheikh Tusi, der das überliefert hat, er glaubt nicht, was er selber überliefert hat, in den ersten Abschnitt dieser Überlieferung. Das passiert. Du willst was beweisen. Du hast einen Hadith, der ahad ist oder der schwach ist oder der erlogen ist mittlerweile, also zum Teil, nicht ganz. Was dich interessiert, was an dem Hadith richtig ist. Wie zum Beispiel, wenn wir mit Salafiten debattieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Ummati wird in 73 Gruppen zersplittert oder zerteilt oder gespalten. Nur bis auf eine, alle gehen in die Hölle, bis auf eine, die geht ins Paradies. Dann wurde er gefragt, wer ist dieser Gruppe? Er sagt, worauf ich heute und meinen Gefährten ist. Also das heißt, wo ich bin. Worauf ich heute und meine Gefährten bin. Dieses, worauf ich heute und meinen Gefährten bin, ist eine Ziyada von Hadith. Ziyada ist eine Hinzufügung des Hadithes. Richtig? Aber wir benutzen trotzdem diesen Hadith als eine Überlieferung. Verstehst du? Ein Experte sagt zu dir, bis da stimmt dieser Hadith, aber dann, das andere ist Hinzufügung. Das kannst du nicht verwenden als ein Hadith, als Inhalt eines Hadithes. Das muss natürlich der Experte das machen. Hier ist das genauso. Sheikh al-Tusi hat diese Wasiya, dieses Testament, durch diese Überlieferungen überliefert, also erwähnt hier in seinem Buch. Aber was er selber glaubt, er glaubt nur an einen Teil dieser Überlieferung, nämlich die 12 Imame. Was danach kommt, ist eine Hinzufügung. Das können wir auch feststellen, festlegen, wovon das kommt. Warum können wir nicht auf Ilm al-Rijal verzichten jetzt? Haben wir dafür einen Beweis im Koran, dass das Ilm al-Rijal unentbehrlich ist? Haben wir einen Beweis? Natürlich haben wir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Hujurat, O ihr, die geglaubt haben, wenn ein Frevler euch eine Nachrichten hervorbringt, sollt ihr euch vergewissern. Das ist Ilm al-Rijal.
Das bedeutet ein Murijal. Das heißt, wenn jemand mir etwas erzählt, ich muss mich vergewissern, ob das stimmt oder nicht, was er sagt. Ich kann nicht einfach annehmen, wenn irgendwie, das sagt der Koran, das heißt, ich kann ihn schon von vornherein sagen, du widersprichst Allah. Wenn ich hier, sagen wir, deine Meinung widerspreche und für den Ulama spreche, du widersprichst Allah subhanahu wa ta'ala, indem du sagst, zum Beispiel, wir brauchen nicht uns zu vergewissern, was derjenige oder der Einzige, der eine oder der andere uns hervorbringt. Ne? Deswegen, wir müssen überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Al-Bait genauso, alayhum as-salam, sie wurden gefragt, was machen wir, wenn wir dich nicht sehen und wir verpassen einiges von dir. Er hat erzählt, zu wem wir gehen sollen. Wer ist Zika? Wer ist zum Beispiel vertraubar? Ne? Vertrauenswürdig? Auf wen können wir uns verlassen, wenn er weggeht? So. Jetzt gibt es aber Ahadith, die scheinen so zu sein, als ob sie das dagegen sprechen. Also widersprechen würden, das, was ich jetzt Ihnen gesagt habe. Was? Da muss man aufpassen. Es gibt ein Hadith, er sagt, selbst wenn ein Christ oder Jude oder ein Atheist, dir einen Hadith von uns bringt, sollst du ihn nicht verleugnen. Sollst du diesen Hadith nicht verleugnen. Ne? Auch wenn jemand sagt dir zum Beispiel, dass die Nacht weiß ist und der Tag schwarz ist, sollst du das nicht verleugnen. Sagt Imam Hussein, sagen wir. Ne? Richtig? So, sie bringen so einen Hadith. Was ist da zu beachten in diesem Hadith? Also wir können nicht sagen, also dieser Hadith stimmt nicht, weil sie glauben nicht an Al-Murijal. Du musst mitmachen, dann musst du den Hadith behandeln. Dann musst du genau aufpassen auf die Worte, was dieser Hadith beinhaltet. Was hat er gesagt? Fala tukadibu. Er hat nicht gesagt, fala tusaddiku. Er sagt, du sollst ihn nicht verleugnen, also nicht als Lügner darstellen. So, das heißt, wenn du diesen Hadith nicht ablehnst, bedeutet nicht, dass du diesen Hadith annimmst. Bedeutet nicht, dass du diesen Hadith glauben musst. Das ist der Inhalt dieser. Das heißt, widersprich nicht diesen Hadith den anderen. So, wenn jemand mir irgendwas erzählt, egal was er ist, und deswegen bei uns, also ein Lügner kann auch irgendwann mal die Wahrheit erzählen. Ein unvertraubarer, unvertrauenswürdiger, der kann irgendwann mal auch die Wahrheit erzählen. Wir nehmen Hadith al-Thaqalain, Hadith al-Kisa von Aisha. Wir glauben das. Aisha hat Hadith al-Kisa überliefert. Nicht nur Aisha. Ja, ich meine Aisha, sagen wir. Ne? Also im schlimmsten Fall. Aisha hat den Hadith al-Kisa überliefert. So, bedeutet jetzt, dass das dadurch Aisha glaubwürdig geworden ist? Also sagen wir als Beispiel. Ich will sie nicht angreifen oder so, aber auf jeden Fall, wir wissen, was die Schiiten daran also halten. Ne? So, das bedeutet nichts. Wichtig ist, was da aus ihrem Mund rauskommt, nicht wer sie ist oder wer das erzählt. So, wenn wir jetzt wiederum sagen, du sollst den Inhalt glauben, beziehungsweise die Überlieferungen, die von Ahl-Bayt al-Muslim überliefert wurden, annehmen, du darfst nicht widersprechen, sonst zählt das so, als ob du Ahl-Bayt al-Muslim zurückweist. Jetzt darf ich einen Hadith von Abdurrahman ibn Miljam, das war ein Nasibi. Du darfst kein Hadith von einem Nasibi. Ein Nasibi ist verblendet durch seinen Hass gegen Imam Ali al-Salam. Das ist ganz was anderes. So. Wenn du ihn fragst, darf ich diesen Hadith denn nehmen von ihm? Dann sagt er nein. Das heißt, wir sind zwangsmäßig in einem Murijal drin. Das heißt, ich behandle diese Überlieferung dementsprechend. Ich lehne diese Überlieferung dementsprechend. Und so weiter. Wichtig ist zu wissen in dieser Wasiyya, was gibt es denn in dieser Wasiyya? Und das ist ihre Fahne sozusagen. Und damit kämpfen sie. Also diese Wasiyya befindet sich, also Sheikh al-Tusi, er hat hier die 12 Imame nachgewiesen durch sunnitische Quellen und durch schiitische Quellen. Er will nachweisen, dass wir 12 Imame haben. Aber eine Wasiyya dazwischen redet von 24. 12 Imame und 12 Mahdis. So. Die sagen zu dir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte die Wasiyya schreiben am Donnerstag. Das wissen wir alle. Das, was in Sahih al-Bukhari steht, was in Sahih Muslim steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Donnerstag sehr krank war
und wollte er die Wasia schreiben. Und sagte, kommt hier vor, dass ich euch was hinterlasse, dass ich euch was schreibe, wonach ihr dann nicht verloren geht oder nicht in die Irre geht, nie in die Irre geht. Und dann sie sagen, ja, das ist ein Gebot Gottes. Das ist ein Befehl Gottes, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam redet nicht von sich selbst. Was denkst du jetzt? Hat derjenige das geschafft, den Propheten sallallahu alaihi wasallam daran zu hindern? Wenn du sagst, ja, das heißt, ein Geschöpf Gottes hat Allahs Gebot gehindert. Hat Allahs Befehl gehindert. Die sagen, die Wasiyah zu schreiben, ist eine Pflicht in dem Koran. Und bringen sie die Verse aus dem Koran, um das nachzuweisen. Sie bringen zum Beispiel diese Wasiyah, wenn einer von euch den Tod nähert, dann soll eine Wasiyah hinterlassen, wenn er zum Beispiel Kinder hat, für die Mädchen ein halbes, für den Jungen, so auf jeden Fall diese Verse in dem Koran. Und andere auch. Du sagst, dieser Vers geht um die Erbschaft, was das Materialistische anbelangt. In Tarak Khairan al-Wasiyya. Khairan heißt das, sagen wir, gut, ein irgendwas Gegenstand. Ein Haus, Auto, Geld, das, wenn du was hinterlässt, davon musst du vererben. Sie sagen nein. Khair bedeutet nicht, da fangen sie an, darüber zu philosophieren. Ich sage, ich habe denen gesagt, Fatima a.s., du nimmst die Erklärung von einem Bett, was Gott angeht, sagt ja. Sie sagt, Fatima a.s., hat sie diesen Vers eingesetzt, wobei sie ihr Anspruch auf Fadak erwähnte, auf ein Grundstück. Und sie hat gegen ihn geredet, sagte sie zu ihm, redest du etwa gegen den Koran? Sprichst du etwa gegen den Koran? Allah hat in den Koran gesagt, wenn einer von euch etwas hat, dann soll er, beziehungsweise kurz vor dem Sterben liegt, dann soll er die Wasiyah, also das Testament hinterlassen für den Jungen zweimal so viel wie die Tochter, für die Söhne zweimal so viel wie die Tochter. Das heißt, was du hast für deine Familie. Ich sage, das heißt, Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hätte eine Wasiyah schreiben können für seinen Onkel, oder für irgendjemand. Hier geht das um Besitztum. Auf jeden Fall, das heißt, du musst mitkommunizieren, so wie sie glauben. Oder du musst so stark sein, dich durchzusetzen, um denen zu zwingen, daran zu glauben, dass Al-Bayt a.s. uns befohlen haben, an Al-Murijal zu glauben. Das heißt Al-Murijal, das Wort ist Bid'ah vielleicht. Aber die Praktizierung davon stammt von einem Bett, wenn er dir sagt, geh mal zu Yunus, wenn ich nicht da bin. Warum hat er nicht gesagt, egal wer dir was, hier niemand von ihm? Nein, er hat gesagt, geh zu Yunus, er ist vertrauenswürdig. So, das heißt, er hat dir gesagt, er ist vertrauenswürdig. Das heißt, du musst zu den Vertrauenswürdigen gehen und nicht zu egal wem und so und dann von denen den Hadith nehmen. So, diese Wasiyah beinhaltet viele. Also du musst dann nachher den Kontext behandeln, also den Inhalt. Was gibt es in dieser Wasiyah? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie sagen am Donnerstag hat er das nicht geschafft, er hat das am Sonntag gemacht, einen Tag bevor er gestorben ist. Du sagst, da ist kein Zusammenhang. Hier steht nicht, dass er dort die Wasiyah genau den gleichen Inhalt schreiben wollte, was er am Sonntag geschrieben hat, angeblich hier. Wir haben dafür keinen Beweis. Und außerdem, wer war dabei, als er diese Wasiyah geschrieben hat? Die sagen drei, Salman al-Faris, Ammar ibn Yasir und Ali ibn Abi Talib alayhi salam, vielleicht vier, also al-Maqdad ibn al-Aswad. So, auf jeden Fall, wenn das vier waren, die Wasiyah, ist das für uns oder für wen? Für die vier? Das heißt, wir sind hier verpflichtet, die Wasiyah zu folgen, weil wir müssen errettet werden. Nicht Imam Ali a.s. Imam Ali a.s. ist gerettet. Ne? Und die mit ihm sind, waren gerettet. Das heißt, er macht eine Wasiyah heimlich, bevor er gestorben ist. Wir sagen, nein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat die Wasiyah gemacht von Anfang an schon. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, die Botschaft zu verkünden, hat er die Wasiyah schon gemacht. Wo? In Hadith und da. Als er gesagt hat, solltet ihr alle a.s. gehorchen und folgen. Und der ist mein Khalifa nach mir. Das ist die Wasiyah.
Wenn du sagst, nein, die Wasiyya ist das, wo er über die zwölf geredet hat, über die zwölf anderen, also die zusätzlichen zwölf, die nach den Imamen kommen, dann stellst du die Frage, wieso hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 23 Jahre nicht ein einziges Mal von 24 geredet? Wieso redet er von 12 immer? Und das ist so häufig überliefert, so mutawatir diese Überlieferung, dass das 12 sind und nicht 24. Nicht ein einziges Mal redet von 24. Und dann redet er irgendwo unter einem Dach mit Ali alaihi salam alleine und lässt ihn das schreiben und seinen Sohn übergeben. Und der Sohn gibt er weiter an seinen Sohn und gibt das weiter bis Imam Mahdi alaihi salam. Und jetzt haben wir einen, der behauptet, er wäre der Sohn von Imam Mahdi alaihi salam und der ist mit dieser Wasiyya gekommen ist. Aber was beinhaltet diese Wasiyya? Diese Wasiyya sagt, wenn er zum Sterben kommt, dann soll er die Wasiyya an seinen Sohn kommen. Er hat die Wasiyya gekriegt, bevor Imam Mahdi alaihi salam gestorben, oder ist er schon gestorben? Das ist die Frage. Er sagt, ich habe die Wasiyya von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur mal so Behauptung. Sagst du, wo ist sie? Sag hier in Reib al-Tusi. Ich sage, das hat er hier, was da drin ist. Das heißt, er hat eine Wasiyya gefunden hier und er hat behauptet, er wäre der Imam laut dieser Wasiyya. Und du sagst hier, weil er das gefunden hat, beziehungsweise weil er darüber geredet hat, was normalerweise in meinem Buch ist. Das heißt, er hat Anspruch drauf. Was antworten Sie? Da muss man aufpassen. Die sagen, wer behauptet, sie zu haben, ohne Anspruch darauf zu haben, Allah subhanahu wa ta'ala beendet sein Leben. Hier muss man aufpassen. Wenn du nachfragst, sag, gib mir den Beweis. Er fängt an, natürlich davon sich loszulösen, sozusagen, damit er diesen Beweis nicht gibt, weil da ist was anderes drin. Der Imam sprach von der Imama, nicht von den Wasiyya. Er sagt, wer die Imama beansprucht, ohne hier Recht darauf zu haben, Allah nimmt sein Leben. Allah lässt ihn nicht am Leben. Selbst wenn, wir haben keinen Beweis, dass dieser Ahmad Yamani am Leben ist. Weil wir haben nur Tonaufnahmen. Das heißt, kann sein, dass er das beansprucht hat und Allah hat ihm das Leben weggenommen. Beweis mir, dass er existiert. Beweis mir, dass er existiert. Er selber existiert nicht, also nur eine Kassette, irgendeine Aufnahme im Internet, und sie sagen, doch, er existiert. Er hat jetzt mittlerweile Facebook. So haben sie geantwortet. Ich sage, wer kann das nachweisen, dass er da schreibt? Da kann jemand anders schreiben. So, er hat Bücher geschrieben. Ja, wer kann das nachweisen? Weil sein Gegner, sein Freund, der mit ihm war, heißt hier Haider al-Shattat. Haider al-Shattat war mit ihm zusammen. Sie waren befreundet zusammen. Und der hat, hat mit ihm diese Idee, sagen wir, zusammengebastelt. Und der hat auch angefangen, über diese Botschaft zu reden. Er war halt überall, Libanon, Iran, überall, hat er die Ulama angesprochen und sie zu dieser Dawa eingeladen. Dieser Haider al-Shattat. Dann haben sie sich gestritten, die beiden. Irgendwie hat sich das Ganze eskaliert. Haider al-Shattat ging nach Iran und Ahmad al-Yamani, er ist aus Basra, der ist nicht Yamani, aus Basra, also Ahmad al-Iraqi normalerweise, er ging nach den Vereinigten Staaten, also Vereinigte Arabische Staaten, nach Dubai. So, jetzt, dieser Haider al-Shattat hat keine Kunden dort gefunden, keine Abnehmer dort in Iran, sondern er wurde im Gefängnis gesteckt und dann hat irgendwann mal Schläge gekriegt und hier rausgeschmissen. Der andere wurde aufgehoben mit hier, sagen wir, in goldenen Händen. So, dass du heute zum Beispiel so viele Bücher kriegst du von denen kostenlos. So viele schöne Bücher, also das habe ich natürlich selber gekauft, das ist von Tusi. Aber du kriegst von Ahmad al-Yamani so viele Stapeln und sowas kostenlos. Freigebig so, nimm mal mit. Woher kommt das ganze Geld? Noch schlimmer als Koran. Das kommt von Dubai. Das heißt, jemand finanziert heute. Also wir spekulieren jetzt, wir wissen nicht, wir können nicht sagen, dass das so ist. Aber es sagt, bis jetzt sagen wir, ich habe nur diese Gedanken. Also ich habe nichts anderes erreicht. Erstmal, dafür gibt es keine Antwort. Zweitens, der Inhalt ist miserabel. Warum Sie sagen, Al-Murijal ablehnen? Weil diese Al-Murijal sind acht Überlieferer. Davon ist Imam Ja'far a.s. der Erste, sagen wir. Al-Buzawfari, das ist vertraubar. Die anderen sechs sind die alle, einer davon ist Lügner. Hier,
5 davon sind unbekannt. Unbekannt. Ein von den 5 hat einen Namen, man weiß nicht, ob er derjenige ist oder nicht, bei den Sunniten, der auch bei den Sunniten überliefert. Mit so einer Wasiya, die unbekannt ist, kommen sie an und sagen, du musst die Bay'ah machen, denn dort steht geschrieben, und wenn der Yamani erscheint, der hat diese Reihe, diese Fahne, diese Banner, und das ist die am meisten rechtleitende Fahne. Wer davon sich abwendet, geht in die Hölle. Du kriegst Angst, sagst, subhanallah, vielleicht ist der Yamani erschienen. Aber ich habe keine Beweise, dass der Yamani gleichzeitig der Sohn von Imam Mahdi a.s. ist. Zufällig, weil dort irgendwo ein Ahmad steht. Und er heißt Ahmad. Ne? Der kommt aus Basra. Er heißt Ahmad. Er ist gleichzeitig der Sohn von Imam Mahdi a.s. Die sagen, er ist braun. Also seine Haut ist braun, also dunkelbraun. Er hat eine Stelle hier, sagt Imam Ja'far a.s., du daran erkennst du ihn. Er hat eine Stelle an seinen Augenbrauen und seine Schultern sind breit. Ich sage, wo ist der denn? Ich will das vergleichen. Ich will wissen, ob das stimmt oder nicht. Den sehe ich gar nicht. Ja, willst du, dass die Amerikaner ihn umbringen? Weißt du, wenn er einmal erscheint, innerhalb von ein paar Sekunden ist er tot? Ich sage, subhanallah. Braucht er nicht erscheinen, der kann ins Wort kommen und direkt antworten. Er kann vermummt, ne, damit man nicht erkennt, ihn erkennt. Der kann vermummt mit hier sich vermummen und dann sitzen vom Kamera und reden und antworten direkt. Dann kann man wissen, ob er wirklich der Imam ist, weil der Imam weiß alles. Es geht noch darum, er hat doch noch gesagt, du hast gesagt, dass er Facebook hat. Über Facebook kann man die Menschen sehr schnell erreichen und du machst das aber, er hat sogar in einem Jahr 7 Millionen Nachrichten geschrieben. Ja, 1 Million Antworten. So, auf jeden Fall, was steht hier drin in dieser Überlieferung? Was steht in dieser Wasiya? Guck mal, wie wichtig diese Wasiya ist. Guck mal, also merkt euch, wie wichtig das ist. Sie sagen, das ist das alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Testament hinterlassen hat. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, was er hinterlassen hat, was uns vor Höhlenfeuer schützt oder rettet. Nämlich diese Wasiya. Das ist in Raiba al-Tusi. Seite 111. Was steht da? Akhbarana jama'atun. Einige haben mir erzählt. Okay, wir glauben das, weil der Sheikh Tusi sagt. Wir haben nichts dagegen, weil erstmal das ist unser Sheikh. Und wir vertrauen Sheikh Tusi. Ne, aber hier der Inhalt sagt, einige haben uns erzählt, haben mir erzählt. Über wem? Über Abi Abdullah Hussein bin Ali a.s. أبي عبد الله حسين بن علي عليه السلام بن سفيان عن سفيان البزوفري. Also dieser Al-Bazawfari ist bekannt, عليكم السلام, weil er Schiiten und auch vertrauenswürdig. عن علي بن سنان المصلي العدل. Also علي بن سنان المصلي. Unser Ulema sagen, dass er nicht Schiite ist, also Sunnite. عن علي بن الحسين. علي بن الحسين wer ist das? Wer ist علي بن الحسين? علي بن الحسين ist unbekannt, gar nicht bekannt. Also die Forscher aus der Ulema haben nachgeguckt nach علي بن الحسين. Also das ist normalerweise dehnbar, علي بن الحسين. Es gibt wie viele, also heißen علي Sohn von Hussein. Die meisten. Heute, wenn du علي heißt, dann heißt du aber Hussein. Nennt man dich bei mir, also bei uns. Wenn du علي heißt, dann nennt man dich aber Hussein. Oder wenn du Hussein heißt, nennt man dich aber علي. Das ist bekannt bei den Arabern. Das heißt, normal, wenn jemand Hussein heißt, dann nennt man seinen Sohn Ali. Hier steht an Ali ibn Hussein. Aber wer ist Ali ibn Hussein, weiß keiner. Haben sie nachgeguckt, einer der aktivsten unter uns, hat er nachgeguckt, hat er 20 gefunden. 20 Ali ibn Hussein, die in der Zeit von Al-Buzawfari gelebt haben, weil Al-Buzawfari hat von ihm übernommen. Von Sinan al-Musalli. Ne? Hat ihn von ihm übernommen. In der Zeit haben 20 Mann gelebt und alle 20 sind unbekannt. Also Majhul. Das heißt unbekannt. Man weiß gar nicht, gut, schlecht, Lügner, nicht Lügner, wahrhaftig, man weiß gar nicht. So, jetzt die Frage, die auch einer von uns vorhin mal gestellt hat. Wenn jemand jetzt zu dir kommt, der unbekannt ist und sagt, ich möchte deine Schwester heiraten, sagst du ja? Nein, sagst du nein. Ich kenne dich. Oder sagst du dir, lass uns Firma zusammen gründen. Du machst das nicht.
Du gründest nicht eine Firma mit ihm zusammen. Du gibst ihm nicht deine Schwester, aber du gibst dein Leben, indem du an diese Wasiyya glaubst, weil du dadurch direkt an Ahmad glaubst. Das heißt, du änderst deine Glaube, deine Religion. Heute, sie sagen, wir sind keine Schiiten. Ich kann euch Aufnahmen zeigen, durch ihre Debatten mit Salafiten, sie sagen, wir sind keine Schiiten. In Ägypten, da ist einer, der debattiert dort, da gibt es diese Aufnahmen, die sind auch hier registriert, sagen wir, im Internet. Die sagen wortwörtlich, als ich Schiite war, habe ich die Sahaba beschimpft. Aber Alhamdulillah, jetzt seitdem ich Ansari bin, also ich bin Schiite, heißt das, ne, habe ich Respekt von Imam Ahmad al-Hassan alayhi salam gelernt, dass ich die Sahaba nicht beschimpfe. Das heißt, sie machen die Schiiten schlecht bei den Wahhabiten. So in die Öffentlichkeit. So, Ali ibn Hussein ist unbekannt. An Ahmad ibn Muhammad ibn Khalil ist gar nicht bekannt. Also der hat ein paar Namen, der andere gar keinen Namen. Gar keinen Namen. Jetzt, wenn du ihn sagst, bitte bring mir nur einen Hadith von dieser Ali ibn Lahir, wie heißt er? Muhammad bin Khalil. Bring mir einen Hadith, nur einen Hadith. Bei uns, wir haben zum Beispiel, Al-Kulayni sind 16.000 Ahadith. Al-Tusi hat geschrieben, Mufid hat geschrieben und alle in unseren Ulama haben geschrieben, wir haben Zehntausende von Ahadith. Bring mir nur einen Hadith von diesem Mann, gibt es nicht. Wie übernehme ich von ihm, was mein Leben ändert? Was meine Existenz ändert? Was meine Glaube ändert? Wie übernehme ich von ihm, wenn ich weiß, dass er unbekannt ist? Dass er nicht einen einzigen Hadith überliefert hat in unseren Werken. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Menschen daran glauben. Noch kommt, an Ja'far ibn Ahmad al-Masri, gar nicht bekannt. An Ammi al-Hasan bin Ali, noch ein Hasan bin Ali. Dieser Hasan bin Ali, entweder wenn du Hasan heißt, dein Vater heißt Ali. Oder wenn du Ali heißt, dein Sohn heißt Hasan. So ist das bei den Arabern. So gut ist deine Folge. Weiter, es geht weiter. An Abihi, an Abi Ja'far, an Abi Abdullah Ja'far ibn Muhammad, die sind bekannt, an Abihi al-Baqir. Das heißt, es geht weiter bis zu Imam al-Baqir a.s. Die beiden sind bekannt. Und die sind, sagen wir, sind unsere Imame. Und wir müssen ihnen glauben. Aber diejenigen, die danach kommen und uns diesen Hadith überliefern, abgesehen von Busawfari, der Erste, der das von denen gehört hätte, ne, die anderen sind unvertraubar. Das heißt, ich habe keine Verbindung zu dem Imam durch diese Überlieferung. Zwangsmäßig kann ich nicht glauben. Zwangsmäßig darf ich auch nicht glauben. Weil damit kann ich vor Allah stehen und sagen, du hast mir einen Yamani geschickt, der mich überrascht hat. Ich wusste niemals, nie im Leben, dass der Yamani, der vor Imam Mahdi a.s. kommt, gleichzeitig ist der sein Sohn. Normalerweise bei so einer Aqida, das muss eindeutig sein. Der muss irgendwo sich befinden, eine Aqida muss so lauten, der Al-Yamani ist Sohn von Imam Mahdi a.s., ne, der vor ihm kommt und dem sollst du folgen. Nicht er kommt von heute auf morgen und sagt, ich bin Yamani. Und dann auf einmal ist er der Sohn von Imam Mahdi a.s. Und er hat ihn kontaktiert und er hat ihn beauftragt, gab es niemals in unserer Geschichte, dass ein Imam jemanden beauftragt, sagt, übernimm mir die Bay'ah von den anderen. Sonst hätte Abu Bakr mit Omar das so machen können, sagt, übernimm mal die Bay'ah von Ali a.s., lass ihn zu Hause. Warum sollten sie Ali a.s. von zu Hause in die Moschee bringen, dass er dort die Bay'ah direkt bei Abu Bakr ablegt? Und all die anderen Sahaba. Wieso stand der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und hat gewartet, dass die Sahaba kommen und einzeln haben sie ihre Hand bei ihm gegeben und die Bay'ah abgegeben. Warum? Und die Frauen haben ihre Hand in den Eimer mit dem Wasser reingemacht und danach machte er seine Hand. Einzeln. Das so geht die Bay'ah. Hier geht das anders. Al-Yamani ist erschienen, er sagt, ihr müsst jetzt mir die Bay'ah ablegen. So, das sind unsere Argumente, aber es gibt dafür Argumente von Ahlul Bayt a.s. Ahlul Bayt a.s., die Imame sind nicht einfach so weggegangen, ohne uns zu sagen, was auf uns zukommen wird. Sie haben alles erzählt. Und das befinden sich in unseren Büchern, Alhamdulillah. Diese Ulama, die uns diese Bücher geschrieben haben, heute, was machen sie? Sie wollen, weil die lieben nicht mehr, sie können gegen denen nicht anfechten. Die können nichts machen. Die sagen immer, Rahmatullah alayh, Radwanullah alayh, warum sagst du das? Du bist kein Schiit. Ne? Warum sagen sie, damit sie nicht gewinnen erstmal. Aber die am lieben sind, La'anatullah alayh. Der ist so und der hat diese Fatwa gelassen, gemacht und so. Korruption in der Hausa und so weiter und so fort. Sie lassen dich, die lösen dich von deinen Marja, dann bist du Marja los. Ohne ein Gelehrte.
Dieser Gelehrte, der heute am Leben ist, hat das erleichtert, hat das rübergebracht. Diese Maraja sind identisch mit den anderen Maraja, die früher geliebt haben. Sheikh al-Mufid, Sheikh al-Ta'ifa. Wenn Sayyid al-Khoi damals geliebt hätte, er wäre der Sheikh al-Ta'ifa gewesen. Wenn Sayyid al-Khoi, rahmatullah alayh, damals geliebt hätte, er hätte Sheikh al-Ta'ifa sein können. So. Jetzt, sie sagen zu dir, diese Maraja sind alle korrupt, die musst du ablehnen, dann bist du marja-los. Jetzt, sie sagen zu dir, du sollst Ahmad al-Yamani die Bay'a abgeben, dann bist du auch marja-los. Warum? Weil Ahmad al-Yamani ist unbekannt. Genau wie diese Überlieferer. Hier sind unbekannt und der jetzige ist auch unbekannt. Der ist nicht bekannt. Man weiß nicht, ob er am Leben ist oder nicht. Man weiß nicht, ob das seine Stimme ist oder nicht. Auf welche Hadith stützen Sie sich, damit wir diese ganze Maraja ablehnen? Ja, ein Hadith kann ich dann inshallah nachher vorlesen, weil wir die Zeit noch dafür haben. Ein Hadith, wo die Ulama nachher gegen Imam Mahdi a.s. sich auflehnen werden. So, hier weiter an diese Wasiya. Ihr merkt schon, hier erstmal über einige, die das, wovon Sheikh al-Tusi das bekommen hat. Irgendjemand hat das erzählt, als Jama'a, eine Gruppe hat das erzählt. So, wie geht das weiter jetzt? An Sayyid al-Abidin, an Abi al-Husayn al-Zaki al-Shahid, an Abi Amir al-Mu'minin alayhi wa-salam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي an dieser Nacht wo er am Sterben war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Nacht davor, bevor er gestorben ist, sagte er zu Ali alaihi salam, ja Abu al-Hasan, ahdir sahifatun wa dawat. Oh Abu al-Hasan, bring mal was zu schreiben, heißt das. So, fa'amla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Er hat sein Testament hinterlassen. Hatta intaha ila hadha al-mawdi'. حتى انتهى إلى هذا الموضع. Das heißt, bis zu dieser Stelle. Was war vor dieser Stelle? Kein nichts. Bis zu dieser Stelle. Welche Stelle? يا علي أنه سيكون بعد 12 إماما. يا علي nach mir kommen 12 إماما. Was war vor dieser Stelle? Das heißt, diese Wasiyah fehlt. Ist nicht komplett. Laut dieser Überlieferung, er redet, sagt, er hat irgendwas gesagt zu ihm. Und dann, bis er zu dieser Stelle gekommen ist. Welche Stelle? Sagt, ja Ali, nach mir kommt 12 Imam. Das heißt, diese Wasiyah, die uns vor Höhlenfeuer schützt, ist nicht komplett. Was hat er ihm vorher gesagt? Weiß keiner. Und die nennen das Waisenkinds-Wasiyah. Das heißt, also die einzige Wasiyah. Die einzige Wasiyah, die wir überhaupt finden würden. In dem Bestand. So. Jetzt diese Wasiyah sagt, nach mir kommt 12 Imam. Und von nach denen kommen 12 Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der Weise, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt zu ihnen, kommen 12 Imame und danach kommen 12 Mahdi. Aber der Ahmad Yamani sagt, ich bin Imam. Das heißt 13 Imam. Er sagt, ich bin Mahdi und ich bin Imam. Und ihr müsst mir die Bay'a geben. So, jetzt geht das weiter. Samaka Allah, Allah hat dir den Namen gegeben in seinem Himmel, Aliyan al-Murtada, und Amir al-Mu'minin, und Siddiq al-Akbar, und Faruq al-A'lam, und Mahmun, und Mahdi. Das sind die Namen von Imam al-Alisa. Jetzt geht das weiter. Der Inhalt, guck mal, der Inhalt, wie schwach das ist. فَلَا تَصُحُّ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ لِأَحَدٍ غَيْرَكَ. Diese Namen dürfen nicht für jemand anders gelten, außer für dich. Wie heißt der Imam Qa'im, der 12. Imam? Mahdi. Und die anderen heißen auch Mahdi, die 12. Wieso nur Ali a.s. darf hier Mahdi heißen? Er sagt nur, diese Namen gelten nur für dich. Aber wir wissen, Imam Mahdi a.s. Er heißt nicht Mahdi, er ist Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Qa'im. Richtig? Das heißt, hier sagt er, hier ist der Inhalt, irgendwie stimmt er. Das heißt, diese Namen gelten nur für dich. Das heißt, darf keiner Mahdi heißen außer Ali a.s. Und davor sagt er 12 Mahdis kommen. Entweder gelten für die 12 oder für alle Ahle al-Bayt a.s., weil die alle Mahdiyun sind, oder nur für Ali a.s. Was antworten sie? Sagen, nein, er hat ihn in seinem Himmel genannt. So. Er heißt so im Himmel. Ich sage, wie bist du denn drauf gekommen? Allah hat ihn in den Himmel genannt, bedeutet nicht, dass er im Himmel so heißt.
Wir wissen auch, dass er auf der Erde so heißt. Ali al-Murtada, al-Faruq, al-Siddiq. Das wissen wir, er heißt so auf der Erde, nicht im Himmel. Und keiner durfte al-Siddiq heißen. Weil der Ali a.s. sagte, wer das behauptet, Siddiq zu sein, der lügt. Ich bin der Faruq und ich bin Siddiq. Das wissen wir. Aber er hat nicht gesagt, keiner darf sich Mahdi nennen. Weil er sagt, al-Mahdi yuminna al-Bayt. Weil er sagt selber, al-Mahdi, wenn du al-Mahdi nur sagst, dann weißt du, das ist Ibn al-Hasan al-Askari a.s. Jetzt sie machen das. Sie holen alle Ahadithe, wo al-Mahdi erwähnt ist, und sie teilen das zwischen den beiden auf, zwischen Ahmad und Imam al-Mahdi a.s. Das ist dieser Mahdi und das ist dieser Mahdi. Das ist dieser Mahdi und das ist dieser Mahdi. Dass du allmählich irgendwann, dass er irgendwann kommt und sagt, ich bin der Mahdi. Aber ich konnte dir nicht direkt erzählen. Du nimmst das an nachher. Weil jetzt glauben sie, dass er der Mahdi ist. Aber nicht der zwölfte Mahdi, sondern der 13. Nicht der 12., sondern der 13. So glauben sie, der 13. Mahdi. Der kommt vor ihm, bevor er gestorben ist, und bringt er die Wasiyah. Wo ist die Wasiyah jetzt? Weil hier steht, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt zu Ali alaihi wa sallam, schreib mal. Er hat das aufgeschrieben und hat das weitergegeben. Sag, gib mal an deinen Sohn, bevor du stirbst. Dann dein Sohn soll das weitergeben. Ich sag, hat er geschrieben? Sagt ja. Hat er übergeben? Sagt ja. Überliefert? Sagt ja. Jeder hat das ausgehändigt bekommen? Sagt ja. Ich sag, hat der Mani das bekommen? Dort bleiben sie stehen. Ich sag, ich möchte das sehen. Weil er hat nicht geschrieben, damit das versteckt bleibt. Wozu soll er das Ali alaihi wa sallam schreiben? Damit er nicht vergisst? Er schreibt damit ein Dokument in der Hand. Ich habe ein handschriftliches Testament von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und damit erkenne ich den Imam. So, wo ist das? Ich sehe ihn gar nicht, ich sehe die Wasiyah gar nicht und ich muss ihn glauben. Jetzt gibt es ein anderer Hadith, der sagt, wenn der Yamani herauskommt, dann sollst du zu ihm gehen. Ich habe gesagt, ich will zu ihm gehen. Wo soll ich hin? In welche Richtung? Wo ist er? Dann spielen sie mit den Begriffen. Hier sagt, wenn er herauskommt. Das heißt, was versuchst du bei mir? Lass ihn erstmal rauskommen, dann gehe ich zu ihm. Wenn ich jetzt das glaube, was du sagst, ich folge dir. Und nicht der Mann. Ich möchte ihn hören, weil der Imam a.s. hat nicht gesagt, wenn Abu Sajjad zu dir kommt, dann folge Yamani. Er hat gesagt, wenn der Yamani herauskommt, dann sollst du ihm folgen. Das heißt, meine Pflicht ist zu folgen, wenn er erscheint, nicht wenn er sich versteckt. So, und abgesehen davon, er ist seit 14 Jahren da und versteckt seit 14 Jahren. Yamani kommt, damit der Imam a.s. hilft. Nicht damit er sich versteckt. Er kommt, damit er die Armee aufbaut für Rasul Imam, für Imam Mahdi a.s. Und außerdem, wir haben so viele Überlieferungen, dass der Yamani die Schia von Imam Mahdi a.s. mitgeteilt bekommt. Das heißt, du hast Ahsan, du kriegst einen Bescheid, du bist mein Ansar. Das heißt, erkennt euch, wenn ihr die Ansar von Mahdi a.s. erkennt euch namentlich, wo ihr wohnt und was ihr macht und alles. Das bekommt Imam Mahdi a.s. mit. Die sind schon vorher bekannt gewesen oder sind immer noch. So, er weiß nicht, wer er kommt zu mir, versucht er bei mir, er versucht bei dir, er versucht bei ihm, und überall, wo er was kriegt, ist er damit zufrieden. So, jetzt geht das weiter. Er sagt zu ihm hier den Inhalt, guck mal den Inhalt, wie schlimm das ist. Er sagt, ja Ali, du bist der Wasi, was mein Ahlbayt angeht, damit sind wir einverstanden. Und was meine Frauen auch angeht, wem du davon befestigst oder behältst als Ehefrau für mich, dann ist das meine Ehefrau, die mich im Qiyama sehen wird. Und wem du von mir scheiden lässt, dann ich werde sie und sie wird mich nie antreffen. Jetzt, wie wir wissen, Hafsa wurde nicht geschieden von Ali a.s. Das heißt, glauben jetzt die Schiiten, dass Hafsa trifft Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam im Paradies? Also diese Stelle ist ein großes Fragezeichen, die sie nicht beantworten konnten. Also diese Fragen, die ich euch stelle jetzt, die habe ich dort bei denen gestellt. Und sie meinten, ich wäre stur. Und mit mir kann man nicht reden. Und einfach ihre Sachen eingepackt und abgenommen. Ich sage, setzt euch. Was ihr wollt, mache ich euch. Spiegeleier morgen früh, ne, Kaffee, alles was ihr wollt. Ich bin dafür da. Wir sind bis 3 Uhr morgens geblieben, der erste Besuch, als sie bei mir waren. Und um 9 Uhr stand ich an der Matte.
Und ich komme so an, was wollt ihr, Spiegeleier oder Rührei? So, aufstehen, weiter. Auf einmal kriegt der Migräne, ich sage, ich muss nach Hause. Hat er so viele Bücher mitgebracht. Und immer, wenn ich Frage stelle, habe ich gesagt, ich bringe meine Bücher gar nicht mit. Wallah, ich brauche nur deine Bücher. Er bringt mir Argumente und ich argumentiere nur dagegen. Er hat zum Beispiel mir ein Hadith gelesen. Er sagt, der Taliban ist ein Schatz für Allah. Ist nicht aus Gold und nicht, also weder aus Gold noch aus Silber besteht, sondern aus 12.000 Männern, Ritter, die Ahmad Ahmad rufen, die durch einen jungen Mann geführt werden. Ich habe gesagt, das ist nicht Yamani, weil Yamani ist 45 Jahre alt. Und wenn du 45 Jahre alt bist, bist du kein junger Mann mehr. Dann bringt er mir einen anderen Hadith. Und einer von meiner Familie wird herauskommen, der auf seine Schulter seine Waffe trägt und Richtung Baitul Maqdis marschiert, bevor er Baitul Maqdis antrifft oder dort ankommt, wird er sterben. Ich sage, das ist auch nicht Yamani, weil Yamani überliefert die Fahne an Mahdi alaihi salam. Und Mahdi alaihi salam erobert Baitul Maqdis. Und immer wieder, und ich sage, ja, du interpretierst, wie du willst. Ich sage, nein, ich interpretiere hier, ich vergleiche die Lage von einem Yamani heute und mit den Hadith, die ihr benutzt. Diese Hadith passen nicht zu euren Yamani. Nicht im geringsten. So, jetzt worauf sie hinaus wollen, also das alles von Anfang bis Ende interessiert ihnen nicht. Also nicht der Sanad al-Hadith, nicht Matn al-Hadith. Wichtig ist nur ein Matn von diesem Hadith. Was? Nämlich was hier kommt. Jetzt redet er über die Imame, einen nach dem anderen soll diese Wasir übergeben, überliefern. Ein nach dem anderen soll diese Wasir überliefern. Und dann geht das bis Imam al-Zaman a.s. Er sagt, wenn der Imam al-Zaman, der Imam Mahdi a.s. diese Wasir bekommt und er zum Sterben kommt, dann soll er seinen Sohn übergeben. Wie heißt sein Sohn? Jetzt kommt das. Jetzt kommt sein Sohn. Und das ist der, erstmal die 12 Imame, jetzt fangen wir mit den 12 Mahdis. ثم يكون من بعده 12 مهديا فإذا حضرته الوفاة للمهدي عليه السلام. Der 12. Wenn er zum Sterben kommt, dann soll er dieses Testament an den Nächsten von ihm abgeben, der 3 Namen hat. Der erste Name ist wie meins und mein Vaters Name, und das ist was? Sagt er Abdullah und Ahmed. Und der dritte Name ist Al-Mahdi und der ist der erste Gläubige. Hier haben wir gehört, haben wir gelesen, er sagte zu ihm, Mahdi bist du ja Ali und keiner darf diesen Namen haben außer dir. Und hier heißt er doch Mahdi der Letzte, der 13. Ich verstehe nicht. Warum hier heißt, darf er nicht haben und hier da hat er. So, entweder jetzt ist Ali a.s. in ihm inkarniert, das, vielleicht kommt das noch, das weiß man nicht, weil er sagt, ich bin Jehusa und ich bin Judas und ich bin Yusha, Josua und ich bin alles. Ich bin ein Schaf, der geschächtet wurde und so weiter und so fort. So viele Sachen, er ist jetzt die Propheten von früher. Irgendwann sagt, ich bin Ali a.s. und der Beweis dafür, keiner darf heißen Mahdi außer er und ich heiße Mahdi. Und eure Mahdi ist gestorben. So, er sagt zu ihm, jetzt, der ist der Nächste zu Mahdi a.s. Wie wissen wir, dass er der Nächste ist? Der Dichteste an Mahdi a.s. Wie wissen wir das? Wie können wir das überprüfen, diese Sache? Wenn das wirklich die Wasir ist, dann müssen wir irgendwie nachweisen können. So, und der ist der erste Gläubige. Der was? Der an Mahdi a.s. geglaubt hat? Wir haben vor ihm geglaubt, bevor er rausgekommen ist. Haji hat vor ihm geglaubt. Weil er ist viel älter als er. Das heißt, er ist nicht der erste Gläubige. Da gibt es viele, die vor ihm geglaubt haben an Mahdi a.s. Der Hadith, diese Wasir von Anfang bis Ende ist miserabel. Wir sind keine Künstler sozusagen, keine Wissenschaftler. Wir müssen nur unseren Verstand benutzen. Ich habe weiter geblättert und habe was herausgefunden, was das Ganze zerstört von Anfang bis Ende. Und ich sage, wenn ich das sage, bedeutet nicht, dass das jetzt meine Entscheidung ist jetzt gerichtet an den Ansar al-Yamani. Ihr seid immer herzlich willkommen, meine Tür ist immer für euch auf. Also Tag und Nacht könnt ihr kommen. Wir können weiter debattieren. Wenn ihr dafür Antworten habt, ich bin bereit, darüber zu diskutieren. Aber ich möchte dafür Antworten haben. Erstmal die Maraja, die Ulama, die wir haben. Wir haben eine Überlieferung von Imam Mahdi a.s.
die er selber unterschrieben hat, die er selber unterschrieben hat, die hat er an seinen Vertreter weitergegeben. Und das haben wir. Und daran glauben sie auch. Imam Mahdi alayhi salam sagt, er sagt, وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ, das heißt, was passieren wird, was nach mir passieren wird, das heißt, wenn ich verschwunden bin, wenn ich entrückt bin, das heißt, ich kann euch nicht mehr helfen, da, was das angeht, die aktuellsten Sachen, was auf euch zukommen werden, was sagt Imam Mahdi alayhi salam, mit Unterschrift von Imam Mahdi alayhi salam, er sagt, فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاتِ حَدِيثِنَا. So, jetzt auf Deutsch, bei Problemen und Geschehnissen, befragt die Übermittler unsere Worte. Befragt die Übermittler unsere Worte. Das heißt, die Ulama von heute sind unentbehrlich. Weil wenn wir Probleme haben, wir müssen die Ulama fragen. Wir dürfen nicht einfach experimentieren und selber eine Entscheidung treffen, sondern wir müssen fragen, was mache ich denn in dem Fall? Was mache ich, wenn ich dieses Problem habe? So, das sind die Übermittler. Das ist Imam Mahdi alayhi salam. Jetzt geht das weiter und wird immer noch gefährlicher hier. Sie sind meine Hujja. Sie sind meine Hujja an euch. Das heißt, sie haben die gleiche Funktion wie Imam Mahdi alayhi salam, diese Ulama. Die Ulama von heute haben die gleiche Funktion von Imam Mahdi alayhi salam. Imam Mahdi alayhi salam sagt, sie sind meine Hujja an euch. Das heißt, wenn wir beide, ich und mein Marja, stehe ich von Imam vor Hujja alayhi salam und mein Marja sagt, ich habe diese Fatwa gelassen und er hat sich da erlassen und er hat sich nicht daran gehalten. Ohne Wenn und Aber habe ich kein Recht. Weil es ist ein Befehl. Lauf mal, was der ist. Mach mal, was der Mann sagt. Er sagt zu dir, nein. Der Ahmad. Der Unbekannte. Der Unsehbare. Ne? Und ich bin Gottes Hujja. Das heißt, die Marja zu folgen, die Maraja zu folgen, die Ulama zu folgen, die Rechtgelehrten zu folgen, bedeutet, ich folge Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil sie vermitteln mir diese Sache über Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bin Elektriker vielleicht, ich bin Rechtsanwalt, ich bin ein Maler, ich bin ein Arzt. Er sitzt 30, 40, 50, 60 Jahre sein ganzes Leben und studiert, damit er mir das Wissen von damals übermittelt. Und ich komme und sage, nee, ich habe eine andere Meinung. Andersrum geht das auch nicht. Der braucht auch einen Arzt, der ihn behandelt. So, auf jeden Fall, hier ist eine Überlieferung von Mahdi alayhi salam, wo ich mich an die Maraja halten muss. Oder beziehungsweise an die Rechtsgelehrten. Es geht weiter. Ahl al-Bayt alayhum as-salam, hier Malachim al-Fitan. Das ist für Ibn Tawus. Das ist für Ibn Tawus. Al-Malachim al-Fitan, was steht drin? Das ist über Imam Ali alayhi salam, al-Bab al-Sadis wa al-Talathun. Also Seite 110. في نهي مولانا علي عليه السلام أولاده أن يخرج أحد منهم قبل المهدي. Ist ein Kapitel. Imam Ali alayhi salam hat seinen Nachkommenschaften verboten, herauszukommen, bevor Imam Mahdi alayhi salam kommt. Er sagt, er ist Mahdi, er ist Sayyid, dieser Mann. Das heißt, er ist Sohn von Imam Ali alayhi salam. Ahmad ist Sohn von Imam Ali alayhi salam. Also ein Nachkommenschaft von Imam Ali alayhi salam. Wenn er Sohn von Imam Mahdi, dann ist er Sohn von Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam sagt, es ist verboten für meine Kinder herauszukommen, bevor der Mahdi erscheint. Wortwörtlich, Klartext. Noch. وَإِنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ جُزُورٌ قَالَ حَدَّثَنَا. Jetzt kommt der Hadith, das wird deutlicher. قَالَ لِي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَطَفَ بِالْكُوفَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسِ إِلْزَمُوا الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِي. Oh, ihr Menschen, haltet euch an der Erde fest nach mir. Ne, das heißt, bleibt stabil. Und وَإِيَّاكُمْ وَالشُّذَّادُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ. So, wortwörtlich sagt, ihr müsst aufpassen, was die, sagen wir, Abgesonderten von Ali Muhammad sagt. Was denen angeht, ihr sollt vorsichtig sein. Von Ali Muhammad. Da werden Leute von Namen von Ali Muhammad herauskommen, von Ali Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Sie sind abgesondert, das heißt, Shudud. فَإِنَّهُ يَخْرُجُ شُدَّادٌ مِنْ آلِ شُدَّادُ آلِ مُحَمَّدٍ فَلَا يَرُونَ مَا يُحِبُّونَ لِعِصْيَانِهِمْ أَمْرِي وَنَبْذِهِمْ عَهْدِي وَتَخْرُجُ رَايَةٌ مِنْ وِلْدِ الْحُسَيْنِ تَظْهَرُ بِالْكُوفَةِ بِدِعَامَةِ أُمَيَّةٍ. Guck mal, wie gefällt, subhanallah, das ist unsere Zeit jetzt. Das ist unsere Zeit. Imam Ali alayhi salam sagt, es werden Abgesonderte von Ali Muhammad herauskommen. Das heißt, fast Abtrünnige.
herauskommen von Familie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie werden das nicht sehen, was sie mögen. Sie werden das nicht finden, was sie mögen. Warum? Weil sie auflehnerisch mir gegenüber werden. Und sie haben meinen Testament nicht berücksichtigt. Und da wird eine Fahne herauskommen von den Kindern von Hussein alaihi salam, von einem Sohn von Hussein alaihi salam, das heißt ein Nachkommenschaft von Hussein alaihi salam, die in Kufa erscheint. Also diese Fahne erscheint in Kufa und wird von den Umayyaden unterstützt. ويشمل الناس البلاء ويبتلي الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب ويتبرأ الناس بعضهم من بعض. Hier redet über diese Fitna, was in der Zeit passieren wird, dass die Menschen voneinander trennen werden, werden sie sich gegenseitig hier verfeinden und das wird lange dauern. Hier ist die Fitna, wo man wirklich sehr kritisch wird, entweder bleibt man fest an den Weg, auf dem Weg von Ahlul Bayt alaihi salam oder man trennt sich von Ahlul Bayt alaihi salam. So, willkürlich oder zwangsmäßig. So. Und hier werden die Menschen sortiert. Bis wann? Bis Allah subhanahu wa ta'ala das Ganze erlöst durch einen Mann von Ali Muhammad. Einen Mann wird rauskommen, nicht zwei. Hier haben wir zwei Hajjah jetzt, hier haben wir zwei Imame jetzt. Einen Mann wird herauskommen von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ وَلْدِي Hier redet er. فَعَمِلَ بِغَيْرِ عَمَلِي وَسَارَ بِغَيْرِ سِيرَتِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ Er sagt, wer herauskommt, ohne, also von meinen Kindern, ohne dass er dementsprechend handelt, was meine Sache angeht, was mein Werk angeht, was meine Arbeit angeht, ich kaufe mich von ihm los. Jetzt geht das. وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلْدِي قَبْلَ الْمَهْدِي Jeder, der vor Mahdi von meinen Kindern rauskommt, vor Mahdi, ist vor Mahdi ausgekommen. Jeder, der vor Mahdi a.s. von meinen Kindern herauskommt, فَإِنَّمَا هُوَ جَزُورُ وَأَيَّامُ الدَّجَّالِينَ وَأَيَّامُ وَالدَّجَّالِينَ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ الدَّجَّالِينَ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ فَإِنَّ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ دَجَّالِينَ Kinder von Fatima sind Dajjalin. Lügner. Also wie Hellseher. Die nennt man Dajjalin. ويخرج دجال من دجلة البصرة. So, und da wird ein Dajjal von دجلة البصرة herauskommen. Hier ist sehr wichtig. Dieser Mann ist aus Basra. Der Yamani, dieser Ahmad, ist aus Basra. Imam Ali a.s. sagt, wird ein Mann, ein Dajjal, aus دجلة البصرة. Jetzt gibt es Dajjla, hier es gibt keine Silben dafür. Einige davon von unseren, von den, sagen wir, einige sagen, das heißt Dajjalat al-Basra. So sagen wir, wenn man die arabische Sprache berücksichtigt, geht nicht Dajjalat al-Basra. Es gibt Dajjalun oder Dajjalin, ne, oder Dajjala. Aber Dajjala für Dajjal kann man nicht. Dajjala für Dajjal, also Mehrzahl für Dajjal heißt Dajjalin, Dajjalun. Oder Dajjala, Dajjala, aber nicht Dajjala. Deswegen sie sagen, das ist Dajjalat al-Basra. Aber das Problem bei denen, sie berücksichtigen die Sprache nur, wenn sie wollen. Weil ihren Imam macht so viele grammatikalische Fehler, so viele Sprachfehler, wenn er redet. Wenn du sagst, ja, er macht Sprachfehler, ich sage, achte auf den Inhalt. Ich sage, ja, achte auf den Inhalt. Das kann auch Dajjala sein. Das heißt, er ist Dajjal. وَلَيْسَ مِنِّي وهو مقدمة الدجالين كلهم. Und der ist der erste Dajjal, der vor den ganzen Dajjalin herauskommen wird. Jetzt aber, wenn wir das lesen, sind wir etwas beruhigt. Das kann sein, dass er der Dajjal ist. Kann sein. Aber so sicher sind wir nicht. Immer noch nicht. Was hier, sagen wir, was uns sicherer macht, ist das hier. Subhanallah. Wie gesagt, ich habe weiter geblättert und dann kam ich auf Seite 120, das andere war 110. Ne? Also gerne habe ich das Buch gelesen, auf jeden Fall, das gehört uns auch, wir dürfen das lesen. So, hier Imam Sadr a.s. erzählt, vergleicht Imam Mahdis Fall mit dem Propheten. Er hat ihn verglichen mit Isa a.s. und seiner Entrückung, er hat ihn hier verglichen mit Musa a.s., wie er geboren wurde, dass Pharao alle Bäuche von den schwangeren Frauen aufgeschlitzt hat,
und so viele tausende Kinder getötet hat, um die Geburt von Musa a.s. zu verhindern. Auf jeden Fall vergleicht Imam Ja'far salamullah alaih den Fall von Mahdi a.s. und seine Entrückung mit den anderen Propheten von früher. Und das ist die Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala, die sich in Mahdi a.s. auch verkörpert. So, dann sagte er, كذلك غيبة القائم. Und so ist die Entrückung von dem Qa'im, nämlich Mahdi a.s. فإن الأمة ستنكرها لطولها فمن قائل يقول. Jetzt er sagt, was passieren wird. Die Zeit, weil er so lange weg ist, weil der Mahdi a.s. so lange weg ist, werden die Menschen durcheinander. Sie werden geteilt in verschiedene, beziehungsweise sie werden geteilt in verschiedene Gruppen. Eine Gruppe sagt, er ist nicht geboren. Das kennen wir. Die sagen, er ist nicht geboren, der wird inshallah in Zukunft kommen. Und einer sagt, er ist geboren, aber wieder gestorben. Über Imam Mahdi a.s. Das wird kommen. Also der Imam Ja'far a.s. sagt, was passieren wird vor seiner Erscheinung. Und eine Gruppe wird Kafir, oder einer wird Kafir, indem er sagt, dass der elfte von den zwölf, also der elfte Imam, sein Vater von Imam Mahdi a.s., war samenlos. Das heißt, er konnte keine Kinder bekommen. Und eine Gruppe, guck mal hier, die Gruppe hier, das ist wichtig. Eine Gruppe, eine Gruppe von dieser Gruppen wird Yamruk. Yamruk, das sind die Marikun, die Imam Ali a.s. bekämpft hat, das sind die Khawarij. Die werden wie Khawarij. Das heißt, sie gehen von der Umma raus. Sie sagen, wir sind nicht mehr Schiiten, wir sind Ansar, sage ich. So, das ist meine Einstellung. Hier sagt er, eine Gruppe wird von der Umma rausgehen, indem sie sagt was? Dass der Zwölfte, dass da nicht bei den Zwölften aufhört, sondern geht das bis zum 13. und ab und hochwärts. Klarer als das? Das ist in Revertusi. Das ist eure Bibel. Und das ist eure heilige Schriften sozusagen. Da drin steht das geschrieben. Die Gruppe, die sich von der Umma abtrennt, wird sagen, dass das nicht bei den Zwölften aufhört, sondern geht das weiter bis zum 13. und dann hochwärts. Also klarer geht das nicht. Deswegen, das ist ein Aufruf erstmal bei der ersten, sagen wir, erste Folge von Al-Yamani, von Phänomen. Das ist ein Aufruf für die Anhänger von Al-Yamani, die jetzigen unschuldigen Kinder von Fatima a.s., weil sie wirklich so viel Liebe zu Mahdi a.s. haben. Und aus dieser Liebe leben sie in einer Hoffnung und hängen diese Hoffnung an jeden Mann, der kommt und sagt, ich bin das und ich bin derjenige. Dieser Mann ist gekommen und hat angefangen, diese Arbeit zu leisten. Er hat viele Helfer, also er hat Experten, wirklich, die Tag und Nacht arbeiten. Das sind Gelehrten, das sind Leute, die in Hause waren. Das sind Lehrer, die von Hause herausgekommen sind, die ihn unterstützen bei dieser Arbeit. Und deswegen, diese Arbeit ist perfekt vom Inhalt her. Aber die Person haben wir jetzt, in der ersten Folge sagen wir, haben wir festgestellt, dass er, also laut, sagen wir laut diesem Bücher, er könnte der Dajjal sein. Und er, diejenigen, die ihm folgen, sie folgen den 13. und die gehören zu den Leuten, die sich von dieser Umma gespalten haben, nämlich Marigun. Noch eine Gruppe, und das betrifft euch auch, es betrifft diese Gruppe auch, also diese Gruppe von Al-Ansar. Was sagt er? وَقَائِلٌ يَعْصِ اللَّهَ. Das heißt, ein Qa'il, einer, der sagt, der glaubt, der Allah subhanahu wa ta'ala damit auch widerspricht, indem er sagt, dass die Seele, nämlich der Geist von Imam Mahdi a.s., spricht durch einen anderen Behälter, durch einen anderen Geistträger, nämlich Körper. Und Mahdi, dieser Yamani, sagt, ich spreche im Namen meines Vaters. Das heißt, du willst die Stimme von meinem Vater hören? Ich bin die Stimme meines Vaters. Das heißt, die letzten Kategorien von dieser Gruppe betreffen die Ansaris. Ihr seid die Marikun, laut dieser Aussage, und ihr seid diejenigen, die Allahs Grenzen überschreiten, auch laut dieser Aussage. Das befindet sich in Kitab al-Ghaiba, Letusi, auf Seite 122, fängt das in 121 an. So, das erstmal. Jetzt gibt es auch noch was anderes, was sehr wichtig ist.
Das befindet sich in Bihar al-Anwar, in Band 53, in Bab 28. Was passiert bei der Erscheinung? So, Al-Mufaddal sagte zu Imam Ja'far a.s., Muhammad al-Baqir a.s., sagte, ja, Sayyidi, فبغير سنة القائم عليه السلام بايعوا له قبل ظهوره وقبل قيامه. Das heißt, es gibt eine Bay'a, pass auf, es gibt eine Bay'a, die vor der Erscheinung stattfinden wird. Das ist unsere Bay'a heute. Er sagt, ich verlange die Bay'a. Es gibt eine Aufnahme von ihm. Inshallah, in die Zukunft, wenn wir mehr Zeit haben, wir werden die Aufnahmen laufen lassen, also von ihm. Ich werde sie ins Deutsche übersetzen oder vielleicht, wenn Sie so weit sind, haben Sie vielleicht auch seine Aufnahmen alles übersetzt. Hoffentlich haben Sie auch, werden Sie auch die Fehler von ihm übersetzen. Nicht, dass Sie dann irgendwie versuchen, durch Ihre Übersetzung das zu verstecken. Aber wir sind immer wach, sagen wir. Wir werden die Aufnahmen von ihm, inshallah, hier laufen lassen. Und wir werden sie, sagen wir, die wichtigsten Stellen, die uns auch interessieren, wir werden sie übersetzen und vergleichen mit der Überlieferung von Ahlul Bayt alaihi wasalam. Hier sagte er, ein Mufaddal fragt den Imam a.s., der Imam erzählt uns alles, also ihr sollt euch darauf verlassen. Diejenigen, die jetzt mit dieser Welle weggehen, sagen wir, die mit dieser Welle schwimmen, sagen wir, das sind Jahil-Leute, also Leute, die wirklich sich mit der Materie nicht auskennen. Ich war auch Jahil in der Hinsicht. Meine Bücher zu Hause, also das ist was ich habe, ist nichts, das hat mein Bruder letztens geholt, das ist neu. Man sieht auch, dass es neu ist. Das hat er mit von dem Moment mitgebracht. Die Bücher, die ich habe, das sind hier Mittelaltersbücher. Und das ist also kaum also welche von den Schiiten. Alles, was ich habe zu Hause, ist von den Salafiten, Wahhabiten und alle anderen Sekten. So, damit habe ich mich beschäftigt bis jetzt. Ich war wirklich unkundig in der Hinsicht. Eine Schwester hat mich wirklich so, sagen wir, neugierig gemacht, indem sie mich zu dem Weg eingeladen hat. Und ich danke ihr, dass sie wirklich mir diese Unterlagen geschickt hat von Al-Yamani, habe ich gelesen. Ich sagte, was ist das denn? Das ist eine neue Herausforderung. Ich sage, gib mir bitte Zeit. Also ich habe 4 Monate dafür gebraucht, um das bisschen zu erreichen. So, und Alhamdulillah, dass ich diese Feeling dafür habe, was ich für die Salafiten habe, setze ich hier ein. Alhamdulillah, dass ich vorsichtig bin. Ich war wirklich beeinflusst von denen. Also als ich am Anfang gelesen habe, sagen wir, als Neutraler, als ein Forscher sozusagen, oder beziehungsweise ein Neugieriger, es war beeinflusst. Ich konnte nachts nicht schlafen. Deshalb ist er erschienen und habe ich ihn verpasst. Ich persönlich. Und dann ist er, ich dachte, immer mit der Ruhe, also erstmal eine Woche, 2 Wochen war ich weg. Ich dachte, er ist schon da und habe ich geglaubt, weil die haben wirklich die Arbeit so schön gemacht. Alhamdulillah, dass ich dann nachher zu mir zurückgekommen bin, sozusagen, und mir die Zeit genommen habe und das Ganze von vorne her, sagen wir, mit Verstand bearbeitet und nicht mit dem Herzen. Wenn du mit Herz machst, wirklich, wenn du das mit Herz machst, dann bist du weg. Dann gehst du mit. Dann schaffen sie das. Schaffen sie wirklich das. Und deswegen, das ist die Zeit des Wissens. Das ist die Spitze dafür, wirklich das Wissen zu sammeln und zu lernen. Jeder von uns ist aufgefordert, wirklich Wissen zu haben, weil das ist die Zeit, wo du besiegt werden könntest. Das ist die Zeit, wo du abweichen könntest von Ahlul Bayt alaihi salam. In der Richtung und in andere Richtungen. Hier antwortet alaihi salam, er fragt, durch welche Sunnah würde denn diese Bay'a, bevor er erscheint, durch welche Sunnah? Nicht durch seine Sunna, durch sein Gesetz wird eine Bay'a herauskommen vor seiner Erscheinung. Merkt ihr, das heißt, eine Bay'a wird stattfinden vor der Erscheinung von Imam Mahdi a.s. Und das ist unsere Zeit. Guckt, hört euch das an, unsere Imame a.s. die wirklich dieses verborgene Wissen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam geirrt haben. Und die konnten das voraussehen. Und das kann man vergleichen. Jetzt kann man schon, das auch als Wunder benutzen. Das kann man als Wunder benutzen, indem man sagt, hier komm, bring mir einen Urtext. Das ist über 1300 Jahre alt und vergleichen wir mit unserem Phänomen heute. Woher hat er gewusst, dass eine Bay'a vor seiner Erscheinung herauskommen wird? Oder erscheinen wird? Hier. Antwortet. Er sagt, ja, Mufaddal. Kullu Bay'atin. Jede Bay'a. Vor seiner Erscheinung. Vor Imam Mahdi a.s. in seiner Erscheinung. فبيعته كفر. Jede Bay'a, diese Bay'a, die geleistet wird, ist Kufr.
und er verlangt die Bay'a von ihm. Und die reden, seine Ansar, Alhamdulillah, ich habe an seine Da'wah geglaubt und habe ich meine Bay'a bei ihm geleistet. Alhamdulillah, habe ich meine Bay'a geleistet. Habt ihr diesen Hadith gar nicht gelesen? Subhanallah. Weiter. Er sagt Kufrun. Jede Bay'a ist Kufr. Und Nifaq, das heißt Heuchelei und Betrug, Khadi'a. لعن الله المبايع له او لها والمبايع له الله verdammt der für ihn eine Bay'a abgelegt wird sei es eine Frau oder ein Mann بل يا مفضل er antwortet sagt o مفضل يسند القائم das erste was passiert jetzt erzählt er wer leistet die Bay'a bei dem Qa'im als allererstes wie das ganze abläuft Er sagt, der Qa'im, der wird erscheinen und seinen Rücken an den Kaaba lehnen. Und der wird seine Hand herausgeben, so weiß, ohne irgendein Makel drauf zu sein. Er beschreibt, wie der Imam a.s. seine Bay'a abgibt. Er nimmt seine Hand und gibt das raus, der Imam a.s., wenn er kommt. Und er sagt, das ist Allahs Hand. Und von Allah subhanahu wa ta'ala. Und durch Allahs Befehl. Und er liest diejenigen, die er den Bay'a aus dem Koran, die den Bay'a abgelegt haben, Allahs Hand ist über ihren Händen. Und wer da versagt, der versagt gegen sich selbst. Das ist diese im Koran, also im Koranvers. Er sagt, فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُقَبِّلْ يَدَهُ Jibril alayhi salam. Der erste, der seine Hand küsst von Imam Mahdi alayhi salam, ist Jibril alayhi salam. Und dann liegt bei ihm die Bay'a ab. Jibril liegt die Bay'a bei Imam Mahdi alayhi salam. Und danach werden die Engel in die Bay'a abliegen. Und danach kommen die Auserwählten von den Jinn. Und dann kommen die Auserwählten von den Menschen. Und stehen die Menschen dort und reden darüber. Und unterhalten sich darüber, über Imam Mahdi alayhi salam. Die Sache von Ahlul Bayt alayhi salam. Wie der Imam sagt, ist so klar wie die Sonne am hellsten Tag. So klar. Es gibt nicht Umwege. Es gibt kein Putzel. Du musst nicht unbedingt hier so ein Puzzle machen. Bringst du hier einer Ahmad von da, von dem Buch, Yamani von diesem Buch und hier Mahdi von diesem Buch und machst du sie zusammen, dann kommt Ahmad, Al-Yamani, Al-Masih, Al-Maud, Al-Mahdi und was ist ich. Genau wie der Mirza Ghulam, der in Indien gekommen ist, der ist auf einmal Maria, Mutter Maria, er ist auf einmal hier schwanger in Jesus und die Menschen haben dann nachher alles geglaubt, was er gesagt hat. Erstmal gewinnt er die Köpfe, die Verstände von den Menschen und dann nachher kann er sagen, was er will. Und er macht genau dasselbe. Er gewinnt erstmal die Köpfe von den Menschen und dann nachher sagst du dir, der Mahdi a.s. ist gestorben und er lässt dich grüßen. Schön, dass du gewartet hast. Jetzt ich bin der Mahdi und mir musst du folgen. Das kommt. Das wird kommen, glaubt ihr das. Weil die Ansar von heute, red mal mit denen, bau Kontakt mit denen auf. Wallahi, sie sind bereit für diesen Yamani zu sterben. Sie sind bereit für ihn zu sterben. Und die sagen immer wieder, Bainanana wa bainukum as-sayf, zwischen uns und euch ist das Schwert. Du kannst das hören in ihren Chaträumen, wie sie mit den anderen Schiiten reden. Wenn sie nicht weiterkommen, sagen, zwischen uns ist das Schwert. Sie werden aufgerüstet, sie werden aufgebaut, sie werden wirklich aufgebaut, nur um unsere Maraja zu bekämpfen, nur um die Schiiten zu töten. Und nur so schaffen sie, diesen Körper von der Wahrheit sozusagen zu schwächen. Nur dadurch. Ich sage euch, dass diese Welle, diese Bewegung ist das Schlimmste, was die Schiiten erleben würden. Das Schlimmste, das Allerschlimmste. Wäre er gekommen und gesagt, ich bin der Mahdi, hätte vielleicht ein paar Monate gedauert. Und dann wäre er nicht mehr da. Aber er kommt sehr geschickt. Er sagt, ich bin der Yamani. Das hat keiner vorher behauptet. Also vorhin hat das keiner behauptet. Und die Berichte über unseren Yamani sind so wenig, so knapp, dass das nicht so klar ist, wie das ist. Und das hat er ausgenutzt. So, und damit beenden wir unsere erste Folge, inshallah. Und wir werden inshallah auf Ihre Antwort warten. Wir werden die anderen, also die Debatten mit den Al-Yamani-Anhängern, die Ansar, die werden wir auch inshallah hochladen. Es wird etwas dauern, weil ich sie ins Deutsch übersetzen muss. Das meiste war auf Arabisch.
Und inshallah treffen wir uns beim nächsten Mal. Wir beenden unser Gespräch für heute, inshallah. Falls ihr dafür noch Fragen habt, ich versuche sie zu beantworten. Ansonsten die notiere ich mir für das nächste Mal, inshallah. Khair und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.